Ihr wollt wissen, was ich hier oben mache? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, mein Plan für heute wäre es, einen Kontrollraum zu bauen. Und zwar von hier oben, einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Wo wir dann so ein bisschen unsere ganzen Schalter und so reinmachen können. Und ich überlege das mal mit den, weil wir uns noch nicht angeguckt haben, mit den neuen Glaselementen, Wandelemente übrigens, ne? Wo waren sie denn? Hatte ich sie hier oder waren sie da? Da, ne? Also die zu benutzen, also die Corner Roofs, genau. Und wir haben den ganzen Spaß ja auch unten drunter. Hier so ein bisschen die Ecken. Geht es dir auch in Glas? Nein, geht es nicht in Glas. Das wäre noch schön gewesen. Wobei doch, hier, sowas. Ja, dass wir die benutzen. Für unten drunter. Es ist nur noch die Frage, ob ich das Ganze als Glasfundament mache. Damit man da auch durchgucken kann. Andererseits, wenn man wirklich auf Glas laufen. Ich würde jetzt erstmal anfangen mit dicken Fundamenten. Und da fange ich mit dünnen Fundamenten an. Also mit denen. Wie sehe das denn aus? Aber bevor ich das tue, ganz wichtig, andere Musik. So, also wenn wir den nehmen, ich setze mal eben nur den ein. Dann hätten wir... Es wäre halt so, ne? Dann hast du hier das Dicke wieder drunter. Idee. Wir suchen uns den mal hier 10 raus. Und das gleiche machen wir auf der Seite. Warum ist da eigentlich so ein Versatz drin? Aber hier ist das einfach. Täuschung? Okay. Wie habe ich denn das hingekriegt? Ich muss mal eben mal gucken. Den ziehen wir jetzt. So hier rüber. Die Höhe steht. What the fuck? Das ist jetzt quasi die Idee gewesen. Da ziehen wir aus. So. Aber warum? Du bist da ein raus, du nicht. Das ist seltsam. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss diese Schräge hier nochmal neu bauen. Okay, das ist etwas, was wir später machen. Das nochmal neu hinkriegen, weil die müssen auf jeden Fall dahin. Da müssen wir... Faszinierend. Das habe ich mal hingekriegt, habe. Markiere mir die mal eben hier als. Guck da nochmal drüber. Nee, ganz oben den nicht. Wobei, den muss ich dann auch definitiv, weil das muss ja einen rausgezogen werden. Genau. Da müssen wir nochmal drüber gucken. Und genauso dann entsprechend bei dem hier, aber. Das könnte ein riesen Nachspiel haben. Vor allem, warum habe ich es hingekriegt? Okay, der ist natürlich sofort richtig. Gehen wir hier hin. Der ist sofort richtig. Wie sieht das auf der anderen Seite aus? Ich habe keine Ahnung, wie ich den einen so daneben setzen konnte, dass das dann auf einmal trotzdem passt.
Alles sehr seltsam. Da. Dorthin. Mama. Deswegen ist bestimmt dran, genau. Wenn ich den mache, wo sie dann auskommen will, dann ging das alles einen runter. Dann müsste ich ja den kompletten Spaß hier neu machen. Aber warum? Okay. Ich merke mir jetzt einfach, dass ich da noch was zu tun habe. Warum auch immer. Das Problem schon? Nee, habe ich nicht. Eigentlich sollte das so aussehen. Habe ich den vielleicht? Nee, habe ich nicht. Ziehen das jetzt hier runter. Und dann schauen wir mal, warum das so komisch auskommt. So. Weil ab hier ist es quasi falsch. Musste ja hier auskommen. Aber das geht gar nicht. Ich bin ein wenig verwirrt. Merkt man überhaupt nicht, ich weiß, aber... der dürfte ja jetzt nicht genauso hier drauf passen. Oder sind die jetzt, ist hier gegenüber die Seite jetzt einen höher? Das wäre natürlich eine Erklärung. Okay, ich darf dieses ganze Treppenhaus neu machen. Wunderbar. Lustig. Wir machen erst den Kontrollraum, weil da haben wir eine Höhe, die richtig ist. Zumindest auf der einen Seite. Die andere Seite korrigieren wir dann. Das mache ich ohne euch. Holy crap. Ärgert mich ein bisschen. Macht aber nichts. So. Das machen wir. Und dann gehen wir hin. Wir setzen uns hier zwischen. Wände. Gläsernes. Ach, guck mal. Gläsernes Fundament. Wir warten eben das Autosave ab. Ja, ich habe mir bisher schon ein bisschen paar Gedanken gemacht, aber das hatte ich nicht gesehen. Doof. Das war richtig doof. Also den einen rüberziehen und dann von da aus neu runtergehen. Okay. Ja, letztendlich ist das immer nur um einen versetzen und dann abreißen. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie werde ich das schaffen. So. Aber fangen wir erstmal hier an. So. Okay. Das ist ja perfekt. Das sind genau 12. Aus Versehen richtig gut gemacht. Jetzt wäre die Frage, ob es vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Den Spaß, ich habe keinen Stahl mehr. Natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, das wäre eine Theorie, die ich noch testen möchte, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich hier testen möchte. Aber da liegt definitiv Strom an.
Ui. Ich habe nämlich letztens das Gefühl gehabt, die Schienen würden nicht mehr den Strom leiten, aber also den Strom für Hoverpack. Aber tun sie doch. Okay. Da bin ich beruhigt. Vielleicht war das auch ein kleiner Bug dazwischen drin. Es gab ja immer noch mal kleinere Updates. So, das heißt aber auch, wenn ich jetzt hier Stahlträger rausnehme, das sind Stahlrohre, sofern ich Stahlträger habe, müsste ich eventuell nachschieben wieder, aber das ist ja auch kein Ding. Guckt man sie halt von vorne. Störerstab, nein, hier haben wir das alles nicht drin. Nein. Gemischtwaren. Dafür haben wir unsere Gemischtwarenabteilung. Ach, guck mal hier. Zack. Haben wir, und da kommen schon wieder neue. Wunderbar, so soll das sein. Genau, damit machen wir weiter. Wir können aber auch, vorsichtshalber, wir werden garantiert auch noch Silikat brauchen. Das nehmen wir uns auch direkt mit. Ja, sehr gut. Zack, Silikat rein. Noch ein schönes Alternativrezept, wie man aus dem Zeug Silikat macht. So, dann können wir jetzt darüber rennen. Müsste man doch hier schon irgendwo sehen. Und wie man das hier sieht. Der da muss einen tiefer. Das erklärt auch, warum das hier so komisch auskam. Aber hier kommt das gar nicht so komisch aus, wie ich dachte. Egal. Wir gehen jetzt hoch. Zu dieser Plattform. Was wäre denn, wenn wir da noch eine kleine Stufe einbauen? Quasi hier eine Stufe runter, damit man die unten ransetzt. Haben wir das hier irgendwie gemacht? Ich glaube, genau. Das wäre halt unten drunter. Will ich unten drunter haben? Macht unten drunter Sinn. Eigentlich macht unten drunter keinen Sinn. Ich möchte das, wenn schon... Nee, das sollte ich jetzt nicht tun. Ich überlege noch, wie ich das schön mache. Weil versuchen wir mal. Wir versuchen mal, den zu machen. Und da drauf legen wir unser Glasfundament. Dann gehe ich aber darüber. Ich will ja auch, dass die Ausrichtung richtig ist. So. Dann darüber. Dann kann ich dich wegnehmen. Und dich. Wird dann wahrscheinlich gleich mit irgendwelchen Treppen und so nicht mehr gut, ganz so gut funktionieren, aber das schauen wir uns mal an. Ich glaube, das ist wirklich cooler, wenn wir das so machen. Hat einen anderen Charme. Hier reißen wir nochmal weg. Genauso wie diese Seite. Das da. Wir sollen ein bisschen aufpassen, weil sonst wird das ganz übel. Vor allem darf ich das jetzt nicht löschen, während ich draufstehe. Sonst, weil hier drüben kriege ich keinen Strom mehr. So, wir sind. Hier drunter habe ich schon gebaut. Kann weg. Ups. So. Dann gehen wir mal einen weiter.
Dahin. Dahin. Und da wäre jetzt eigentlich der Punkt, wo ich sagen möchte, da möchte ich irgendwie irgendwas haben, was runtergeht. So. Machen wir. Ja, bloß das passt. Sag bloß, das passt nicht. Scheiße. Passt doch doof. Machen wir anders. Wir nehmen uns die Zettel und setzen sie hier drauf. Kommen dann genau da hoch. Das ist doch. Nett ist, wenn wir da eine Rampe draus machen. Rampe kriegen wir. Bräuchten wir zwei hoch. Auch unschön. Wenn wir das machen, kommen wir halt hier drüber aus. Haben wir diese Kante, die ist auch kacke. Die passt so gar nicht, weil auch da hätten wir das Problem. Na, komm zu. Dann wird halt da drunter gehen. Mit der Zweier kommen wir nicht weit genug. Da probieren wir jetzt ein bisschen aus. Dach macht keinen Sinn, Rahmenrampe macht keinen Sinn, das wird auch nicht gehen. Was so ein bisschen fehlt, ist so eine Treppe im Einzel. Also quasi, dass man damit, ne, die ist jetzt über 4 Meter hoch. Die nochmal als 1 Meter Treppe. Das wäre halt richtig gut. Weil hier kann ich auch sehr schlecht verstecken. Wenn ich diese Rampe nehme, habe ich die 4 Meter Rampe gewählt und nicht die 2 Meter Rampe. Wenn ich diese nehme, dann komme ich dahin. Ich würde von da aus. Also ich meine, das wird gehen. Ja? Aber ist das schön? Also vom Laufen her schon, aber wie sieht das hier aus? Müsste ich da den noch mal in groß und klein mitnehmen? Nein, damit käme ich eigentlich ganz gut hin. Statt den machen wir dort den Block hin. Das wird mir dazu klobig. Aber nicht das Problem ist, weil wir haben ja die Möglichkeit, eine müssen das Fundament da oben so draufsetzen. Wir setzen. Das war jetzt eigentlich nicht so clever, weil. Moment, da setzen wir 2 Meter hin. Sag mal, Eva, da, danke. Da setzen wir 2 Meter hin. Nee, die Höhe ist das Problem, schade. Nicht länger. Ich hatte gerade noch eine andere Idee, aber das klappt nicht. Die 2 Meter Rampe hier drunter. Oh, bitte erstanden, danke. Die dahin.
die umgedrehte 1 Meter. Da. Dann würden wir quasi das da so runterspiegeln. Über 17 Achsen. Ich glaube, das geht. Ja, das gefällt mir an der Stelle. Das heißt, wir ziehen den weg. Machen dort einen solchen hin. Setzen dort einen solchen ein. Von oben interessiert das keinen. Packen dort diese Rampe hin. Packen daneben die Rampe hin. Vielleicht müssen wir noch mal auf der anderen Seite hinkriegen. So. Hat auch so ein bisschen was von einem Bogen. Gleichzeitig gehen wir hin und sagen, wir hätten gerne diese Rampe von da runter. Unten drunter kommt der hier. Und die Rampe geht dann hier so drauf. Und jetzt können wir uns überlegen, wie ziehen wir den Bereich hier zwischen? Müssen wir das eigentlich oder ist das? Es hat ja auch so irgendwas. Einzige Problem, was ich mir dann wieder selber mache, wenn ich jetzt hingehe und würde auf dieser Seite. Ja, wenn jemand hier. Eigentlich wäre ja cool, wenn ich die jetzt hier hinstelle, dann bin ich halt. Nochmal den. Dann bin ich halt wieder diesen einen. Habe ich wieder diesen einen Versatz drin. Schöner wäre jetzt, wenn ich die unten ansetzen könnte. Das heißt, ich müsste da drunter nochmal was ziehen. Weil dann ginge das. Dann könnte ich die von der Höhe her so machen. Dann würde ich da Vollglas nehmen oder sowas. Ich setze mir da jetzt aber erstmal, damit ich nicht runterfall, weil ich kenne mich ja. Architektur, da ist das. Da kommt jetzt einmal ein Geländer bis dahin. So, dann bin ich wenigstens hier schon mal absturzsicher. So, das wird unser Raum. Vielleicht gehe ich in die Ecken nochmal ran, vielleicht ist es ein bisschen klobig. So, jetzt wäre die Idee, hier vorne Architektur. So. Was haben wir denn da? Architektur, wo sind die Dinger? Inner Corner Roof. Der ist eigentlich ganz cool, ne? Wenn ich jetzt so ein Teil hier nehme, das vielleicht einmal, also das funktioniert so nicht. Dahin, weil da hätte man hier so den Bereich, wo man so runter gucken kann. Den jetzt noch nehme und so setze. Dann könnte ich auch überlegen, ob ich die hier durchziehe. Das da lang durchziehe. Ich mache den. Wir haben ja genau diesen halben Versatz. Was fast nichts macht. Ist hier an der Ecke wieder richtig scheiße, aber. Was ist denn? Das geht nur ab. Ich hab's mir ja wieder extra schwer gemacht mit diesem halben Versatz, ne?
setzen wir den hier nochmal drauf. Und machen uns Architektur, Dach. Den dahin. Und dahin. Dahin und in die Ecke nochmal so ein und drehen dann. Hier lasse ich mir noch einfallen. Vielleicht mache ich das auch einfach mit einem unten und oben drauf eine Viererrampe. Das könnte ich auch machen, ja. Oder ich ziehe wirklich. Von hier aus durchziehen geht doch eigentlich auch, oder? Das gucken wir uns später nochmal an. So, du sollst bitte ja, komm, da hinten hingehen, danke. Obendrauf diese Ecke. Oh, okay. Nee, genau. Sag mal. Dreh dich doch mal um. Ich möchte dich. Also ich möchte ihn jetzt so haben, wie hier. Aber das lässt der nicht zu. Hallo Wand, du hilfst mir. Du hilfst mir nicht. Wo haben wir? Fundament. Nein, ist mir auch egal. Ich brauche doch nur eine Fläche zum Angreifen. So. Danke. Dann kannst du wieder weg. Du kommst mit. Und zwar hier so dran. Dorthin. Und da machen wir jetzt dich dran. So. Da oben kommst du hin. Du kommst dahin. Dann kommt. Ah, so rum geht, danke. Dann machen wir das. Und setzen uns dort im Mist ein. So soll der Kontrollraum werden. Ja. Ich könnte mal überlegen, hier nochmal so einzelne Bereiche zu machen, wo dann vielleicht so ein kleines Podest nochmal. Ja. Das machen wir. Und zwar dann mit so einer Rampe. Machen wir sie. Hier, so ein Teil. Dann würden wir nochmal. Wenn das irgendwie funktioniert, so. Eine Rampe machen. Und hier oben drauf. Ja, komm. Hier oben drauf kommt dann der Bereich mit dem Schalter. Da können wir keine Ahnung, wie viele hinsetzen. Was genau ich an Schaltern mache, suche ich mir auch nochmal raus. Das ist doch schon mal eine gute Idee. Aber so bauen wir uns hier oben ein schönes Dach drauf. Und dann ist die Frage, wie weit gehen wir mit dem Dach? Na, weil irgendwann ist das auch gut. Nee, da ist eins zu weit. Da ist richtig. Na, würde sagen, halt der Kollege da rein. Da rein. Kriege ich die oben in der Mitte dann zusammen? Okay. Also das sind ein paar Sachen, die wir schon mal fürs nächste Mal uns festhalten können. Wir müssen hier noch richtig gucken, wo welche Elemente hinkommen.
dahin. Keine Ahnung. Aber so sieht ja eigentlich schon ganz nett aus, ne? Und hier die Ebene, ja. Könnten natürlich jetzt auch ab hier zumachen. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3. Ja, ist egal. Das kriegen wir hin. Das machen wir uns schön. Da vorne setzen wir uns aber noch Wände. Das machen wir jetzt zusammen. Ich würde sagen, da ich ja die breiten Rampen hier habe, machen wir uns da diese Wand hin. Da diese Wand, dann gehen wir mal da durch. Du kannst nämlich weg. Gute Idee, dich wegzumachen, ja. Hier fängt der an. Das ist auch etwas, worüber ich noch nachdenken muss. Ich gehe davon aus, dass ich den Spaß hier nochmal neu mache. Aber hier den Anschluss, den kann ich halt mit einem halben wieder hinkriegen. Das heißt, unsere halbe Stunde ist quasi schon vorbei. Aber so wird gehen. Hier noch ein bisschen rumfummeln, weil das gefällt mir eigentlich besser. Das heißt, wir müssen hier mit dem Spaß früher aufhören, damit wir hier diesen einen Schritt vorwärts haben. Das heißt, die Ecke hier wird nochmal abgerissen. Und dann wird die Wand ausgefüllt. Irgendwie sowas machen wir. Zwischendurch muss noch mal einer dann da rein. Ja, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.